So, gibt noch ein bisschen was zu looten hier. Gerümpel, Munition. Oh, es ist ein wenig aufzusammeln hier. Und damit ein Hallo und willkommen zurück hier bei Far Cry New Dawn. Musste kurz mal aufstoßen. Man muss hier auch mal ein bisschen was trinken. Deswegen, obwohl es ohne Kohlensäure war, was ich hier getrunken habe, muss ich aufstoßen. Nun ja, es passiert halt. Es passiert halt. Kann passieren, also, warte mal, Moment, ich muss mal was probieren. Das bin ich! Nö, die bleiben an. Alles okay. Ich muss jetzt mal was lesen. Hä? Wo komme ich hier nicht durch jetzt? So. Highwayman-Notiz. Mickey will, dass die Mine wieder startklar gemacht wird und dann ein paar unversehrte Häschen hinschicken. Wenn sie dafür zu schwach sind, kommen sie zur Kugelfarm. Wenn Leute zu uns gehören wollen, schickt sie in die Kampfgrube. Wenn jemand Probleme macht, einfach zum alten Flugplatz bringen und wir kümmern uns drum. Ja, und jeder weiß, was gemeint ist. Ja, die fackeln auch nicht lange hier, die Leute. So, wir müssen... Wir müssen da hinten hin. Aber vorher... Nee, ist doch nichts. Ich dachte, hier ist irgendwas noch zu holen, aber ist nicht. Nee. Hier ist nichts. Coole Karre. Die könnten wir eigentlich nehmen. Wie viel passen hier rein? Okay, nur zwei Leute. Das ist ein bisschen doof. So, Gerümpel. Ist das ein Viersitzer? Ja, das ist ein Viersitzer. Okay, los Leute, rein in das Ding. Kamina! Kamina? Hallo? Wo ist die denn? Warum kommen die nicht? Warte mal. Ich muss mal kurz aussteigen. Ich glaube... ich kann es nicht mehr abwählen. Warum kann ich... Steigt sie jetzt ein? Mädel, komm, steig ein. Ja, jetzt. Hallo? Cam? Hallo? Warum steigt sie denn nicht ein? Mädel, komm. Komm. Ach Mensch, komm jetzt. Oh, das ist doch nicht wahr. Warte mal, ich muss noch... Was ist hier? Alles klar. Warte. Jetzt ist alles abgewählt. Jetzt müsste sie eigentlich einsteigen hier. Steig doch ein, Mädel. Hockt sie schon wieder davor. Es gibt's doch nicht. Och, Cam, was machst du denn da? Steig ein! Oh, ich fass das nicht. Ey, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Cam, komm her jetzt hier. Okay, ich fahre jetzt. Schnauze voll. Ich kann die... Och Mann, ey, das ist doch scheiße. Warum kommt denn die nicht mit? Du hast nervt, echt. Kein Witz. Du hast nervt, echt. Oh, scheißen Dreck. Cam, komm jetzt her hier. Meine Fresse. Ich kann die auch nicht... Komm, steig ein. Boah. NPCs. Oh Mann, ey. Na, weißt du was? Leck mich doch am Arsch. Muss ich meinem Schutzengel danken. Ah ja. Vielleicht nicht mehr. So war es vorbestimmt. So. Ach du Scheiße, was? Du Arschloch. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich bissig. Was war das? Was hat der hier gedroppt? Hä? Was ist das?
Bist du nicht. Ich bin sauer gerade. Ich bin gar tierisch angepisst. Mann, ey. Scheiß NPCs. Entschuldigung, aber irgendwie... Oh. Lade nach, deckt mich. Gott steht mir bei. Treib es nicht zu bunt. Warum nicht? Robin Hood. Das sieht wirklich aus wie... das sieht aus wie Robin Hood. Oh, Feier. Ich krieg die Krise, warum funktioniert das nicht? Ich kann das nicht abwählen hier. Ah, Mann. Okay, ich folge dir. Endlich. Mann. Nee, nervt jetzt. Es nervt. Wo steigt jetzt endlich ein hier? Es ist doch... Mäh. Hast du sowas? Na, endlich. Mann. Fahren wir los. Ja, ja. So, querfeld ein oder wie? Hier gibt es ja eh keine richtigen Straßen mehr, aber ich befürchte. Ah, ich fahr mal hier lang, mal gucken. Hä? Nein! Was? Was zur Hölle? Das gibt's doch nicht! Was mache ich denn? Warte, Mädel, ich zeig dir gleich den Weg. Alter, hier will nichts funktionieren. Was ist denn heute los? Oh. Hä? So ist besser. Also die Folge ist zum Vergessen. Schon zu merken, oder? Was mache ich denn hier? Es ist spät. Der kommt genau auf uns zu. Wie geil. Hunter Grace würde das einen Goldmedaillentreffer nennen. Warum schreist du mich so an? Du nervst heute nur noch. Mann. Es ist doch schlimm. Was ist denn heute los? Du kannst mich retten. Ja, mach ich gerade. Mann. Ich rücke vor. Du bist meine Rettung. Ich beende die Folge gleich. Ist mir zu doof hier. Mann! Was ist denn heute los? Entschuldigung, aber irgendwas ist... Also heute ist der Wurm drin. Aber richtig der Wurm drin. Heute ist gut. Es ist die letzte Folge, die ich eigentlich aufnehmen wollte. Und auch definitiv aufnehmen werde. In dieser Aufnahmesession. Das ist ja... Mann, alle. Ich weiß noch nicht mehr, woran es liegt. Irgendwas ist komplett merkwürdig heute. Ich muss hier weg! Hab dich erwischt! Nein! Warte nun. Ah, Scheißdreck! Okay, Kamina, mach das alleine? Das ist so gut. Ich hab sowieso keinen Bock. Nee, wirklich. Also, ich hätte in dieser Folge ist echt. Ich hasse diese Folge. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig hier heute. Ah, ich muss das irgendwie noch durch. Ach, zu Ende bringen, wollte ich noch sagen. Oh Mann. Ey. Ja, mach mal. Mir doch egal. Scheiße. Krieg hier nichts mit. Nee, wirklich. So überlebt man hier draußen. Nichts verschwindet. Ah, okay. Von mir aus. Halt, da ist was. Was ist das? Nee. Tracy's Reisen. Tracy's Reisen.
In den ersten Tagen hatte ich gedacht, ich wäre über alle erhaben. Am Anfang zumindest. Ich war ein paar Wochen bei der Sekte, bis ich eines Tages Nick und Kim in Hope County traf. Wie sie mich anguckten, als wäre mein Hund gerade gestorben oder so. Nett, aber so voller Mitleid. Und ich hatte wirklich gedacht, ich hätte bei der Sekte meinen Platz in der Welt gefunden. Aber die Rice ließen mich erstmals wieder daran zweifeln. Als sie aus ihrem Bunker stiegen, wollten sie wieder in ihrem Haus einziehen. Meiner Meinung nach ziemlich dumm. Man kann noch nicht erwarten, ein Haus nach 10 Jahren und 1000 Bomben noch in gutem Zustand vorzufinden. Vermutlich wollten sie Carmina in Ruhe und Frieden aufziehen. Aber die Zwillinge haben ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, als sie Nick entführten und die anderen vertrieben haben. Das haben sie nicht verdient. Aber ich könnte gar nicht sagen, wer heutzutage überhaupt irgendwas verdient. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den originalen Namen der beiden gar nicht. Das sind die übrigens hier. Na, ich gehe nochmal kurz rein. Genau, Nick, der Pilot, und Kim, seine Frau. Ist Carmina? Ich... Ist Carmina die Tochter von den beiden? Bin ich gerade ein bisschen raus. Oh, war ja ein bisschen peinlich, aber... Ist sie das wirklich? Ist das die Tochter von Kim und... Das ist ja geil. Ich krieg momentan echt gar nichts mehr mit. Es ist schon sehr spät und es soll jetzt keine Ausrede sein. Es ist eigentlich eine Ausrede, aber es ist eine Tatsache. Ich krieg nichts mit, wie damals bei The Forest. In der letzten Folge nach 8 oder 9 Stunden Aufnahme, da habe ich auch nichts mehr mitbekommen. Das war zu viel. Und momentan geht es mir auch hier so. Oh, da hinten ist was. Ja, ein Loot. Da muss ich noch hin, Entschuldigung. Ist ein bisschen weiter weg, aber kriegen wir. Arschlöcher. Au! Was? Boah! Was? Huch! Ich glaube, das war dumm. Was soll's? Au! Das Ding ist im Wasser. Kriege ich das? Ich glaube ja. Glaube ja. Plündern. Oh, ich muss mit. Ich muss mitschwimmen. So. Ja, sehr gut. Und wieder raus. Muss ich ein bisschen beeilen, dass ich das noch schaffe jetzt hier in der Folge da hinten. Das könnte schwierig werden. Okay. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Ein Google. Er hat mich immer mit meinem Vater gejagt. Google. Truthahn. Yummy, yummy. Festtagsessen heute. Eine Feder. Okay. Sprich mit Jerome. Warum? Warte mal. Kann man die nicht befreien hier? Sind hier Leute zu befreien? Ja. Willst du helfen? Danke für die Rettung. Kein Ding. Ein Vorteilspunkt. Ja. Noch wenigstens noch eine gute Tat vollbracht hier in dieser Folge. Aber es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Hier sind nur noch mehr. Warte mal. Wo sind die denn alle? Ja, wo seid ihr denn? Da hinten ist noch einer. Befrei die erstmal. Mächtiger Gott. Danke. Ich bin froh, dass du Prosperity hilfst. Hey, danke für die Rettung. So, und noch was zu knacken hier. Hä, wo war das? Was war das denn? Das, keine Ahnung. Ist mir auch vollkommen egal. Ist mir auch vollkommen egal. Ich muss, ich möchte einfach nur noch, und da bin ich ganz ehrlich, Folge hinter mich bringen und dann war es das. Ich habe echt kein, momentan ist die Luft raus. Schnauze! So, sprich mit Jerome, das wollen wir mal machen.
Okay. Auf ein Wort bitte. Ja. Ich sollte mich erstmal richtig vorstellen. Jerome Jeffries. Ich kenne dich. Manche nennen mich Pastor Jerome. Ich weiß wirklich zu schätzen, was du hier getan hast. Du hast ein Gespür dafür, Menschen zu helfen. Das ist eigentlich meine Berufung. Mickey und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben. Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen. Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen. Jemandem wie dir würde ich folgen. Also, wenn du nach Verbündeten suchst, du hast einen. Danke. Das freut mich. Jerome kommt nach Hause. Abgeschlossen. Ja, wunderbar. Dies jahrelang Ryans Satz, bis Carmina geboren wurde. Sehr schade, dass sie ihr Zuhause aufgeben mussten. Ihr ganzes Leben lag noch vor ihnen. Ich verstehe so Leute wie Jerome einfach nicht. Was hat man denn davon, andere Leute zu retten? Man muss sich selbst genügen. Das hat Papst immer gesagt. Du hast keine Ahnung, Mädel. Du hast keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung, aber vielleicht bekommst du noch ein wenig Einsicht, aber ich bezweifle es. Aber Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich immer. Und damit ein Hallo, wollte ich gerade sagen. Ist ein Blödsinn, wie gesagt, ich bin total durch, muss ich gestehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das ist das Richtige, was ich sagen wollte. Und bis zum nächsten Mal in einer neuen Aufnahmesession hier bei Far Cry New Dawn. Ja, und das, den Ort, den kennen wir hier auch. Kommt mir jedenfalls bekannt vor. So ein bisschen jedenfalls. Da. Okay, vielleicht lernen wir noch ein bisschen was. Beim nächsten Mal hier bei Far Cry. Und wie gesagt, bis denn. Ciao.